Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute habe ich eine Gesprächspartnerin bei mir, und zwar die Jade Edana. Jade Edana, du bist Sängerin, Künstlerin, Komponistin, Produzentin. Habe ich noch was vergessen? Ja, nee, alles gesagt. Ja, dir haben wir jetzt die Stimme bei dem neuen Lied Lass uns tanzen zu verdanken, also welches jetzt kürzlich bei dem Kanal von William Toll hochgeladen wurde. Was geht's in dem Lied? Willst du uns zu dem Lied erstmal was erzählen? Ja, also textlich ist es eigentlich recht schnell erfasst. Also es geht halt darum, Lebensfreude zu haben und sich mit Freunden zu treffen und eine gute Zeit zu haben, miteinander zu sprechen und zu lachen und zu tanzen. Also eigentlich ist es exakt auf dieses Event von William Toll zugeschnitten, das da ja jetzt am 21. und 22. Mai stattfinden soll in diesen Parks. Und die textliche Vorlage hat mir ja der William gegeben. Also er hat gesagt, was da beinhaltet sein soll. Und es geht halt hauptsächlich darum, dass wir uns da zusammentreffen, dass wir uns neu kennenlernen und vor allem auch, dass wir in unserem Herzen die Erfahrungen, die wir da miteinander erleben in diesem Park, dass wir da in Kontakt bleiben und diese Freundschaft, die da vielleicht entsteht, dass die uns durch diese schwierige Zeit, die jetzt in seinem letzten Video hat es erwähnt, dass wir wohl vor harten Monaten stehen, wo wir quasi das im Herzen tragen können, dass wir eigentlich connected und verbunden sind. Und dass ja trotzdem, dass man aktuell jetzt nichts so Positives sieht, jetzt politisch oder so, dass es trotzdem irgendwie gut wird für uns. Und das ist eigentlich der Hauptinhalt. Willst du noch mal ein bisschen detaillierter in die Events eingehen, die am 21. und dem 22. stattfindet? Also mir sind die Events natürlich bekannt, also ich weiß, um was es geht, aber vielleicht können wir das an dieser Stelle auch noch mal ein bisschen genauer darstellen und den Zuschauern auch noch mal erklären, vielleicht noch mal in unseren Worten oder in deinen Worten, um was es bei diesen Events gehen soll. Ja, also es geht hauptsächlich darum, deswegen ist ein Event am Samstag, das findet in Süddeutschland statt und das andere Event in Norddeutschland. Es geht darum, dass ja, 36 Stunden zuvor wird quasi erst bekannt gegeben, in welchem Park das ist. Und die Leute sind eingeladen. Jeder, der da teilnehmen möchte, ist dann herzlich eingeladen, da hinzukommen, Picknick mitzunehmen. Und wenn man möchte, eben auch Musikinstrumente oder die Texte, die hat er heute auf seinem Telegram-Kanal auch veröffentlicht. Also da kann man die Gitarrentabs und die Lyrics von dem Song mitnehmen und sich den Song auch nochmal in der Extended Version anhören. Und genau, da treffen wir also zusammen, lernen uns neu kennen. Und er meinte, glaube ich, in seinem letzten Video, dass es ihm wichtig ist, dass wir halt eine Art Verlässlichkeit ausstrahlen für die Menschen, dass wir uns gegenseitig supporten und unterstützen und dass wir dann diese Events, also dass das quasi ein Beispiel-Event ist von Events, die wir selber dann initiieren, da wo wir leben, wo wir wohnen, dass wir halt nichts unversucht lassen, mit Menschen in Kontakt zu treten und neue Menschen einzuladen, ja, ihnen beiseite zu stehen oder einfach füreinander da zu sein, sage ich jetzt mal. Also mehr wie das, was William Toll gesagt hat, weiß ich persönlich jetzt auch nicht. Und also ich weiß jetzt auch nicht zum Beispiel, in welchem Park das stattfindet oder so. Deswegen, Das wird dann also das, was ich kurzfristig mit, noch bekannt genau, gegeben, ne? Das ja. ist meine aktuelle Information. Ja, genau, das ist sehr schön, ne? Also bei den Events soll es im Großen und Ganzen darum gehen, dass Leute zusammenkommen, sich kennenlernen und ja, auch einander halt sagen, dass man sich aufeinander verlassen kann, dass man einander vertrauen kann.
Und ja, so ergibt sich quasi dann ein Netzwerk, was dann im besten Fall immer größer und größer wird. Ja, ja. Sehr schön. Wie ist es denn zu diesem Lied gekommen? Also du hast ja auch einen eigenen YouTube-Kanal, habe ich gesehen. Also du hast da ja viele Musikkompositionen, viele Musikvideos auch von dir hochgeladen. Und das jetzige Lied, also was auf dem Kanal von William Toll zu sehen ist, Lass uns tanzen, ist so ein bisschen so ein Stilbruch, würde ich jetzt mal sagen. Also deine anderen ja, Meisterwerke, sage ich jetzt mal, die gehen in eine ganz andere okay. ja, Musikstilrichtung. Ja. Also sie gefallen mir sehr gut, sage ich jetzt auch mal an dieser Stelle. Also danke. Für die Zuschauer, es lohnt sich da auf jeden Fall mal reinzuschauen. Ich werde den Kanal von Jade Edana in der Beschreibung unter diesem Video verlinken. Genau das nur noch mal an dieser Stelle erwähnt, aber genau jetzt zurück zu meiner Frage. Also mit dem Lied kam ja jetzt ein Stilbruch. Wie kam es überhaupt zu diesem Lied? Also wie kam es überhaupt dazu, ja, dass dein Lied jetzt auf dem Kanal von William Toll erscheint? Ja, also der hat ja vor ungefähr 3 Wochen oder so auf seiner Homepage, also ich habe es über Telegram gelesen, wo dieses Raster geteilt wurde, wo man sich eintragen konnte, wenn man William Toll unterstützen möchte, kann man, keine Ahnung, Organisator war da gestanden und Filmproduzent und eben da stand auch Musik, also Musiker. Mhm. Und da habe ich gedacht, okay, das könnte ich eigentlich machen, das würde ich gerne unterstützen. Und dann habe ich mich da quasi registriert und habe das ausgefüllt, also als Filmproduktion und Musik. Habe dann gesagt, dass ich zwar jetzt nicht so über das Live-Equipment verfüge, weil ich eher Studiomusiker bin oder auch bei Filmproduktionen eigentlich weniger jetzt mit der Kamera direkt vor Ort, aber so Post-Production, Grading, Schneiden oder sowas, das ist halt alles was ich kann. Und habe mir gedacht, dass ich mich da einfach registriere und wenn er mich braucht, würde auf mich zukommen. Ich war allerdings wahrscheinlich schon ein Begriff, weil ich zu dem Walk am Rhein vor, ja, es ist fast ein Jahr, dann schon bald wieder her, im August einen Song hochgeladen habe, nämlich Garte Garte. Und ich habe meinen eigenen Walk am Rhein quasi da mit beschrieben oder habe mit der Kamera, ist mein Mann, hat mich da gefilmt. Da hatte ich noch Haare. Und ja, das war dann... da habe ich 2 ganz, ganz liebe E-Mails bekommen. Das wurde ihm wohl zugespielt, dem William Toll. Und das, da haben Lisa Toll hat mir da geschrieben, dass sie beide total berührt sind von dem Song und dass sie das total schön finden. Und als ich dann vor 2 Wochen oder vor 3 Ode an die Deutschen hochgeladen habe, war ich sehr verwundert, dass William Toll darunter sogar kommentiert hatte, dass sie stolz sind auf mich. Also irgendwie war ich wohl schon irgendwie ein Begriff, sage ich mal. Ja. Und genau, und dann war das eben so, dass ich, mein Gott, ich glaube, das ist jetzt gerade mal 1 Woche her, das ist unfassbar, habe ich auf Telegram so ein bisschen Nachrichten gescrollt und dann dachte ich auf einmal, William Toll, an mich persönlich, ich konnte es gar nicht fassen. Und da hat er halt dann gemeint, er hätte gerne einen Song, einen Titelsong für diese Sommer-Events und ob wir ein Zoom-Meeting machen könnten am nächsten Tag, damit er mir das erklärt und so. Und er wollte da eben von Bob Marley diesen Song No Woman, No Cry, weil er einfach richtigerweise gesagt hatte, das ist jedem ein Begriff, also jeder kennt in irgendeiner Form diesen Song. Mhm. Da muss man jetzt nicht komplizierte Melodien lernen, sondern das geht halt schnell ins Ohr. Und dazu will er halt einfach deutsche Lyrics haben. Und dann haben wir am nächsten Tag ein Zoom-Meeting gehabt und er hat mir dann genau gesagt, was er drin haben will und wie der Song rüberkommen soll und was es beinhalten soll. Ja, und das kam dann raus. Allerdings noch nicht gleich. Ja. Sehr schön. Also da hast du dann ja viele... Oh, ist bei mir gerade das Licht ausgegangen? Ja, nein, es ist irgendwie unterbelichtet, gerade im Moment. Jetzt, sorry. Ja. Ja, sehr schön. Also dann hast du ja in kürzester Zeit diesen Song dann auf die Beine gestellt. Ja, also das war total witzig eigentlich, weil er hatte gemeint, er möchte was nicht Verkopftes haben. Es darf. Und ich habe in meiner Euphorie natürlich sofort am Abend sofort einen Text geschrieben, aber ich bin schon fertig mit den Lyrics, ich habe schon alles gemacht und ich habe ihm das dann, habe ihm der Lisa das geschickt und ihm und dann haben sie halt gemeint, das ist halt viel zu verkopft. Also ich habe halt wirklich
einen viel zu verkopften Text gemacht und dachte mir, Gott, ich kann das überhaupt nicht. Ich weiß zwar, was er meint, aber ich bin selber partiell so verkopft. Ich meine, ich bin auch hier aufgewachsen, ja, und stelle mich ständig in Frage und reflektiere und analysiere. Und es war halt dann so, dass ich mir gedacht habe, ich muss da irgendwie anderweitig reinkommen, damit ich das erfüllen kann. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich bastel mir jetzt erstmal den Groove zusammen und bin dann wirklich in meinem Studium dann angefangen, auch ein bisschen... Kann ich dich kurz unterbrechen? Ich unterbreche manchmal mit Fragen, wenn ich das Gefühl habe, die Zuschauer könnten diese Fragen haben. So, willst du mal den Zuschauern erklären, was der Groove ist, wenn du den Groove zusammenbastelst? Ja, also man erkennt, sage ich mal, einen Reggae-Song, einen Rock-Song und einen Pop-Song. Den erkennt man, weil die unterschiedliche Rhythmen haben. Und Reggae hat ja so einen ganz speziellen Rhythmus, der uns so ein bisschen easygoing, so wir fühlen uns leicht und irgendwie so einen Rhythmus hat. Was Revolutionäres so ein bisschen, ne? Also diese Rastafari-Bewegung, das ist ja dann schon was auch so im Hinterkopf mitschwingt bei diesem Groove, sage ich jetzt mal. Ja, stimmt. Wobei er wollte eigentlich auch so ein Zwischending haben. Also er hat mir auch die Bonnie M-Version zugekommen lassen. Und die ist ja doch so ein bisschen mehr Dance-orientiert, das sage ich mal, so ein bisschen funkig. Er wollte so ein Zwischending da irgendwie haben. Und ich habe mir halt gedacht, okay, wie könnte der Sound dazu aussehen? Also der Rhythmus, wie tanze ich dazu? Und dann habe ich zu meinem Mann einfach gesagt, ich singe einfach drauf los, ein paar Mal einfach in Loop irgendwie. Und irgendwann wird sich ein Text einstellen. Ja. Und das war tatsächlich so. Also ich musste in dieses Feeling reinkommen und dann floss dieser Text auf einmal so ein bisschen aus mir. Ja. Und das ist genau das, was William Toll auch wollte. Also er hat gemeint, die Deutschen sind halt tendenziell ziemlich verkopft. Ja, also uns wird ja auch sehr früh beigebracht, dass wir uns in Frage stellen und dass wir immer besser werden. Und es geht ja auch in der Schule eigentlich auch schon los, dass wir sehr oft so der Problemschüler sind, wenn wir aus der Reihe tanzen oder so. Und da wird uns eigentlich schon früh beigebracht, dass wir uns beäugen und auch den anderen beäugen. So, was macht denn der richtig, was macht der falsch? Und dann stellt man sich selbst in Relation dazu. Und er wollte halt, er meinte eigentlich, die Deutschen sind ein geselliges Volk. Ich glaube, es sind sogar die Deutschen, die haben sehr, sehr viele Volkslieder. Für jeden Anlass gibt es da irgendein Volkslied. Und er wollte halt das genau in diesen Wachkitzeln quasi. Also er meinte halt, dass dieser Song einfach nichts Pathetisches haben soll oder nichts keine Hymne sein soll, sondern halt eher einen Catchen vom Herzen her. Und man so man selber sein kann zu, ne? Genau. Also das ist so der Groove, der für mich bei diesem Song mit rübergebracht wird. So, lasst uns tanzen, lasst uns feiern, lasst uns fröhlich sein. Also eben nicht verkopft, sondern sehr in dem Moment lebend sozusagen. Genau. Ja, sehr, sehr schön. Ja, unter dem Video von William Toll, da gab es auch einige kritische Stimmen, sage ich jetzt mal so, oder einige Anmerkungen. Wir haben ja uns im Vorfeld auch darüber ausgetauscht, dass wir auch so ein wenig auf diese Stimmen eingehen möchten. Da war zum Beispiel ein Kommentar, der sagte, die Zielgruppe wären ältere Frauen oder so. Oder es wäre eine Bewegung älterer Frauen. Also sinngemäß ging es ja in diese Richtung. Wie ist dein Eindruck dazu? Also ich denke mir, das ist für jung und alt gleichermaßen. Wahrscheinlich bezog sich das auch ein bisschen auf diese Stock-Videos, die da benutzt wurden. Ich meine, du bist auch Filmschaffender, du kennst ja die ganzen Portale, wo man diese Stock-Videos, ich bin, glaube ich, über jedes schon gestolpert, was da drin vorkam. Das erweckt halt den Eindruck, aber es ist auch gut, dass es irgendwie so, dass es nicht so diese hippen, gestylten Leute sind, sondern einfach halt, ja, Leute, ganz normale Leute halt. Und ich denke, das ist für jedermann. Und letztlich, ich meine, jeder kann Spaß haben, jeder kann Freude haben in jeder Altersklasse. Und letztlich ist es ja auch so,
dass wir als Gesellschaft ja wieder zusammenwachsen müssen. Also alt und jung, ich meine, wir können alle gegenseitig lernen und uns gegenseitig unterstützen und brauchen uns auch irgendwie alle, jung und alt und alle gleichermaßen. Deswegen, ja, ich kann verstehen, dass das vielleicht so rüberkam, wegen dem Video vielleicht, aber wenn man sich einfach andere Bilder dazu vorstellt, dann wäre es schon auch nicht mehr so. Also das ist, genau. Ja, eine andere Frage unter dem Video war die Aussage, fragt euch mal, was diese Produktion gekostet haben soll. Also da ging jemand davon aus, dass es sich um eine sehr teure Musikvideoproduktion handelt. Dazu könnte ich genauso was sagen wie du, aber ja, wir haben ja das Gespräch heute mit dir, deswegen ja, erzähl mal deine Meinung dazu. Ja, also sagen wir mal so, die musikalische Produktion hat jetzt natürlich nichts gekostet, weil ich habe das natürlich ehrenamtlich gemacht, weil es mir einfach Spaß macht und ich habe mich ja deswegen auch dafür registrieren lassen, also dass ich das auch gerne mache, weil ich die Bewegung toll finde und auch Williams Arbeit, also diese Aufklärung, die da dahinter steckt, einfach sehr unterstützenswert finde. Ich habe ja auch schon mal irgendwie beschrieben, dass es das erste Mal in meinem Leben eigentlich war, wo ich gedacht habe, das ist jetzt eine, ja, ich nenne es immer Bewegung, aber eigentlich ist es ja keine Bewegung. Ja. Aber dass ich in irgendeiner Form unterstützenswert finde. Also wo im Außen mal was ist, wo ich irgendwie innerlich connecten kann, was ich nachvollziehen kann und wo ich dann auch gerne sage, hey, da bin ich Teil von. Also ich bin eine Deutsche und für meine Landsleute mache ich das gerne. Und ja. Ich glaube, du hast auch drunter kommentiert, ja, bezüglich dieses Videos, wie gesagt, also auch diese Videoproduktion, wenn man weiß, wie das geht und wo man die Videos herkriegt, die kann man ja wirklich auch teilweise kostenlos zusammen basteln und das Stimmige raussuchen. Und insofern, also wir müssen auch mal ein bisschen von dem Gedanken, glaube ich, wegkommen. Ich meine, natürlich, jeder muss leben von irgendwas, das ist schon alles klar. Aber wir sind jetzt einfach in einer Phase, wo es um andere Dinge ankommt. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass die Menschen, die ja jetzt auch gewohnt sind, schon lange Zeit in so Berufen teilweise auch zu leben, die sie gar nicht wirklich erfüllen oder ja, zu seinen Talenten zu kommen und etwas zu geben, erstmal aus freien Stücken für eine Entwicklung, für ein Vorankommen. Und das, das tut ja auch gut. Ich meine, das Feedback, das ich bekommen habe oder die Reaktion von den Menschen, das ist ja für mich auch schon eine Bezahlung, also im Prinzip. Ja. Genau, also ich habe jetzt natürlich das Glück, dass ich jetzt nicht unbedingt angewiesen bin auf Einnahmen. Das ist schon, aber nichtsdestotrotz, ja, unterstütze ich sowas gerne. Und ich finde es auch gut, wenn jemand starke Seiten hat, wie zum Beispiel ein Orga-Talent und der sagt, Mensch, ich möchte Menschen kennenlernen oder mich da irgendwie einbringen, dass man sich dann halt einfach da registriert und sagt, okay, ich helfe da auch mit. Ich meine, man lernt ja auch interessante Menschen kennen, macht interessante Erfahrungen und genau, also. Genau, ja, also da kann ich von ganz ähnlichen Erlebnissen berichten, was das angeht. Ja. Gut, sehr schön. Also der Song, der umrahmt sozusagen dann also die Picknicke, die im Sommer stattfinden. Kann man dich denn auch auf einem der Picknicke kennenlernen? Ja, also ich habe auf jeden Fall vor, dass ich im Süden bin. Also ich wohne halt im Süden und das ist für mich dann naheliegend, dass ich da am Samstag vor Ort sein werde. Und wenn ich nicht irgendwie krank bin oder so, werde ich da auf jeden Fall hinkommen und freue mich auch auf viele Menschen dort zu treffen und kennenzulernen. Würde es dann vielleicht auch ein kleines Live-Ständchen geben oder ist das nicht mit eingeplant? Das ist insofern nicht mit eingeplant, weil der William wollte das auch so ein bisschen Flashmob-mäßig dann aufziehen. Also das spontan halt zu, es ist ja auch nichts dort, also keine Bühne oder Mikrofonierung oder sowas. Also ich werde auf jeden Fall mitsingen, klar. Ja. Aber wenn alles mit allen zusammen, genau. Alles klar, sehr schön. Also, ihr habt es gehört, also wenn ihr Jade Edana auch mal persönlich kennenlernen möchtet, dann gibt es jetzt sehr bald am 21. Mai eine Gelegenheit dazu. Ja, sehr schön. Dann bedanke ich mich bei dir für das schöne Gespräch.
Ich danke dir auch. Gut, alles klar, super. Dann wünsche ich dir und den Zuschauern noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.